platt, platt, babalapap. Ja, liebe Leute, platte Freitag und ich bin wieder dabei. Ich hab mir gedacht, ich erzähle dir ein bisschen was über mein Plattdeutsch und ja, über mein Verhältnis zu unserem Theater. Und ja, und da fange ich heute mal mit an. Ich werde das wohl nicht in einen Rutsch schaffen, das ist ein bisschen viel. Aber ich will jetzt erst noch mal ein bisschen unbezahlte Werbung machen. Ich mag das ja nicht so gern für mehr fürs unser Theater. Aber ich will am Mittwoch werden wie du und have seen Starven ist auch nicht mehr das, was das mal wäre. Ja, das ist wohl richtig so, nicht? Und das wäre dieses Stück und ich kann das nur empfehlen. Und du kommt ja auch Frau Siebenschön für. Und Frau Siebenschön, das ist hier Frau Siebenschön. Und das ist meine Freundin und Kollegin Uta Kröger. Und die spielt du mit in das Stück. Oh, und das freut mich natürlich, Bannig. Und da müsst ich jo hin, nicht? Und wir sind ja auch in der ersten Reihe. Aber das nur mal so nebenbei. Jo, mit meinem Platt hätte das angefangen, als ich Kind wäre. Jo, stellt ihr das mal vor, nicht? Jo, ich wäre auch mal ein Lüttenbutsche. Und jo, meine Großmutter, die hätte bei uns lebt. Und die wäre eine Plattdeutsche und Ulvada. Und mein Vater ist auch in Ulvada wohnt, zur Welt kommen. Und später hätte ich auf Neuhof wohnt. Und meine Oma hätte bei uns wohnt. Und mein Vater und meine Oma, die hätten immer Plattdeutsch schnackt. Und das habe ich so ein Beten. Ja, das habe ich mir heuert. Und das mag ich und das habe ich lehrt. Ob ich als Kind Plattdütsch snackt hat, das weiß ich nicht, aber ich kund das. Und ich habe ja irgendwie eine Verwandtschaft in Ulvada und da war wer immer Plattdütsch snackt. Ich glaube auch meine Onkels und Tanten, die habt überwiegend Plattdütsch und dann anders snackt. Jo, und dann wäre ich ja irgendwann mal in der Schule und da wäre Jubiläum. Und nun schön die Schüler, Schäuler, ja auch irgendwas mogen. Und da hätt meine Lehrerin, Fräulein Kroko, wär dat. Die hätt gesagt, Klaus-Peter, du kannst doch Plattdütsch und wollt du nicht die Geschichte von Rudolf Kienau vorlesen? Und da ging da drum, dat hey in der Schule kommen ist und wie sich dat totdrogen ha. Ja, und da habe ich dann vor versammelte Mannschaft, der Saal wär voll und der Schulrot wär da. Und da habe ich die Geschichte vorlest. Das wär meine erste Lesung vor, ach, ich sag das nicht, vor Jahrzehnten wär das. Und ja, der bannig Beifall klatscht, nicht? Bravo, Klaus-Peter und noch ein und so. Nee, das ist jetzt Quatsch, nicht? Ja, aber ein bisschen Quatsch muss ja auch sein. Ja, und da habe ich diese Geschichte lest und das wäre schon. Und das hat mich bosmuckt und der Schulrot kam anschließend zu mir und hat gesagt, das hast du fein muckt. Und da habe ich mich freit. Jo, und so ging das dann mit mir in Plattdütsch los. Und dann habe ich auch ja, einige Jahre eine Pause mit Plattdütsch und dann bin ich irgendwann wieder anfangen. Aber das, ich glaube, das wart jetzt zu lang, das vertelle ich ein anderes Mal. Wie habt ihr noch nächste Weg auch noch einen Plattenfreitag? Und für hüt soll das mal genug sehen. Und ja, und kickt wie mal. Vielleicht sind Sie ja auch gespannt, was ich noch belebt hat. Nicht, das geht ja auch noch ums Unserte, oder? Nicht? Du kommst wieder zum Schluss hin und mit Unserte, oder ist ja auch Schluss. Nicht? Ich habe mir ein Abo gekündigt, aber das ist jetzt nicht Thema. Ich wünsche ein schönes Wochenende, mag das gut. Und jo, am Sonntagabend ward in Volksdorf der Maibaum obstellt und da will ich hin. Das will ich mir ankicken und vielleicht gibt es ja auch Maibowle oder Maibock zu trinken. Jedenfalls wäre das im letzten Jahr so. Und da frage ich mich, ob das ist was ganz Besonderes im Freilichtmuseum Volksdorf. Aber
Ja, vielleicht seht ihr mir doch. Und dann snackt mich doch einfach mal an und sagt, bist du nicht der Lötbotje und Horborst Klaus Peter, der neulich, naja, ich höre jetzt mal auf. Ich werde nur albern. Ich wünsche dir was Schönes wegen Erden und kommt gut in den Mai rein. Der Herr Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Nö, wenn ich so rausguck, sind ja all uns Slogan. Ja, ich wünsche was. Tschüss.